Zu Fuß gehen ist cool. Dieses Motto hat sich der junge Verein Walkspace.at auf seine Fahnen geheftet. Und um das zu beweisen, läuft seit gestern im Vorarlberg-Museum in Bregenz eine internationale Fachtagung des österreichischen Vereins für Fußgänger. Hauptthema: mehr laufen, weniger fahren. Verstopfte Straßen, gestresste Menschen, Bewegungsmangel. Diese Probleme lassen sich mit einem Schlag lösen. Man geht Wege bis zu 1,5 Kilometer einfach zu Fuß. Mit welchen Strategien man Bürger, Stadtplaner oder Politiker von dieser einfachen Formel überzeugen kann, war das zentrale Thema der ersten internationalen Fußgängerfachtagung in Bregenz. Die internationalen Tagungsteilnehmer hier bei einer Besichtigung des Bregenzer Kornmarktplatzes bescheinigen uns im Vergleich mit anderen Kontinenten ohnehin schon ein hohes Bewusstsein für das Zu-Fuß-Gehen. Gerade in Mitteleuropa sei das nie ganz untergegangen. Eigentlich gehen wir zurück vor den 60er, 70er, wo die Autos so im Kommen waren. Wobei ich sagen muss, die Autos müssen nicht verschwinden. Also für Sonderfahrten soll also jede Familie ein Auto haben, kein Problem. Man möchte, ne, die Autoindustrie möchte auch Geld verdienen, das ist alles okay. Aber nicht für die Fahrt zur Arbeit, zur Schule, also alltägliche Besorgen. Also das soll man wirklich gucken, dass man da rauskommt. Auf politischer Ebene wartet eine Menge Arbeit. Das Ziel ist klar: autofreundliche Städte sollen in fußgängerfreundliche Begegnungsorte verwandelt werden. Was wir tun ganz konkret ist, wir entwickeln jetzt mit dem Verkehrsministerium gemeinsam auch mit den Bundesländern und interessierten Gemeinden und Verbänden einen sogenannten Masterplan Gehen, um eine bundesweite Strategie zur Förderung des Fußgängerverkehrs zu haben. Das hat es bisher in Österreich noch nicht gegeben und wir hoffen, dadurch eine Lücke zu schließen. Wir wollen Gemeinden und Gebietskörperschaften, Länder verstärkt unterstützen, auch in Zukunft mit dem Klimaaktiv-Mobilprogramm. Fußgängerzonen zu Fuß erkunden und dabei deren Entstehungsgeschichte erfahren. Die Fußgängertagung endete heute Nachmittag ganz praktisch am Beispiel der Entwicklungsgeschichte des Bregenzer Kornmarktplatzes. Das Wettbewerbsergebnis war ein flächiger Platz mit Granitplatten und einem Brunnen, also sehr spartanisch gehalten, ohne Platzgrün. Gescheitert ist es nicht an der relativ fragilen Haptik des Platzes, des Entwurfes, sondern es hat sehr viele Stimmen gegeben, dass man Parkplätze braucht auf dem Platz. Und ganz nebenbei wurde auch noch demonstriert, dass sich beim Zu-Fuß-Gehen durch die Benutzung vielleicht enger, aber direkt zum Ziel führender Gässchen gegenüber dem Auto durchaus auch respektable Zeit